Hey Leute, hier ist wieder mal euer Jens von The Turtle Tubes. Wir haben gerade Dienstag, den 28. August, 23.26 Uhr, deswegen rede ich auch gerade etwas leiser, denn meine Eltern sind schon schlafen gegangen. Und für mich fängt die Schule erst morgen um 10 Uhr an. Naja, jedenfalls unter dem Battlenators Video, wovon natürlich auch einige Abonnenten von euch hier abstammen, sag ich mal so, haben sich ja viele die Frage gestellt, wie ich, oder ja, ihr habt ja nur meinen Desktop gesehen, wie ich meinen Desktop gestaltet habe. Ja, wir befinden uns deswegen auch einmal wieder auf meinem Desktop. Und das ist eigentlich ganz einfach. Wir sehen hier links auf der Seite einmal die komplette Uhr, einen kleinen Papierkorb-Icon, womit sich der Papierkorb öffnet, und meine Anzeige, wie viele Stunden, Minuten, Tage mein PC gerade am Laufen ist. Hier oben habe ich meine kompletten Spiele aufgelistet, die ich einfach anklicken kann und dann starten kann. Und hier oben habe ich noch einmal eine kleine Taskleiste hingesetzt, wo ich einfach verschiedene Programme durchgehen kann. Meine Bilder, meine Filme, Musik, Downloads, Dokumente oder einfach nur auf den Explorer zugreifen kann. Ja, wie habe ich das Ganze einfach gemacht? Das sind einfach nur alles verschiedene Programme, sag ich mal. Jedenfalls ein Programm hiervon, um zum Beispiel diese Uhr hier anzeigen zu lassen mit dem Datum oder diesen Strich oder dieses Papierkorb, diese Anzeige, jedenfalls alles, was ihr hier links seht, habe ich mit dem Programm Rainmeter erstellt. Na gut, sagen wir, erstellt ist nicht das richtige Wort, sondern dieses komplette Layout hier links auf der Seite ist ein Rainmeter-Skin. Rainmeter, das kleine Programm hier, was ich gerade geöffnet habe, wo man sich dann verschiedene Configs aus dem Internet herunterladen kann und diese dann einfach auf seinen Desktop zieht. Ich kann jetzt von mir aus einmal kurz die HTC-Uhr von mir aus anmachen, oder ne, was machen wir denn mal kurz an? Machen wir einmal kurz die Dinger an, die sind eigentlich ganz lustig. Machen wir mal Net Internet. So, jetzt hier auf dem zweiten Bildschirm geöffnet. Hier haben wir ihn. Meine Internetanzeige. Etwas anders mal. Mal wieder schließen. So, wie gesagt, das Ganze ist einmal Rainmeter. Zu finden auf rainmeter.net. Alle Links, alle Links zu dem Programm findet ihr auch wieder in der Videobeschreibung selber. Einfach mal auschecken. Ja, könnt ihr einfach downloaden. Ist komplett kostenlos. Und zieht auch eigentlich relativ wenig Leistung und sieht natürlich schön aus. Dann fragt ihr euch sicherlich, ja, wo habe ich denn die ganzen Skins herbekommen? Wie ihr gerade eben schon gesehen habt, habe ich ja einige Skins schon installiert auf meinem PC. Das ist ganz einfach. Dafür gibt es die Seite deviantart.com. Auch zu sehen, natürlich in der Videobeschreibung. Warum das Ganze jetzt allerdings hier so aussieht ohne die Bilder, ist mir ein Rätsel. Wahrscheinlich haben die wieder irgendwas an ihrem Design geändert, was noch nicht so ganz funktioniert. Auf jeden Fall, wenn man hier oben einfach in die Suchfunktion eingibt, Rainmeter Skins, kriegt man eine lange, lange Liste, wenn sich das denn jetzt auch mal öffnen würde. Was es natürlich nicht gerade tut. Naja, egal, jedenfalls Rainmeter Skins eingeben. Und jetzt habe ich einfach auf ein anderes Bild geklickt und das kommt bei raus. Jedenfalls müssten die dann nur wieder ihre Seite mal kurz fixen. Ansonsten funktioniert diese Seite einwandfrei und dort habe ich auch alle meine Skins her. Die nächste Frage natürlich, meine Spiele. Viele wollten es wissen. Das ist ganz einfach und zwar mit dem Programm RocketDock. Hier zu finden auf rocketdock.com. Was macht RocketDock? RocketDock ist im Grunde einfach nur eine kleine erweiterte Leiste, vergleichen wir es mal einfach mit dieser Mac-Leiste. Ich habe die jetzt hier einfach auf transparent gesetzt. Jedenfalls kann ich in die Dock-Einstellungen selber reingehen und von mir aus jetzt irgendwas anderes machen. So, so sieht RocketDock einigermaßen aus, die Mac-Leiste. Wie gesagt, ich habe es einfach auf blank gestellt. Und fertig ist. Wie ich die Game-Icons bekommen habe, das ist ganz einfach. Ich habe meine Spiele in RocketDock selber eingefügt. Einfach das Icon von Steam von mir aus. Einfach eingefügt hier oben. Und das Symbol habe ich dann bearbeitet, indem ich in die Symboleigenschaften gegangen bin. Und habe diesem Symbol dann dieses, ja, Case
das jeweilige Case, sag ich mal, dann zugewiesen. Gefunden habe ich diese ganzen PC-Icons auch einmal wieder auf deviantart.com. Einfach mal RocketDog PC-Icons eingeben und schon solltet ihr einige von diesen Icons finden. Na los, komm. Zeigt sich das gerade auf, ja. Ich habe so ungefähr um die 2000 verschiedenen RocketDog-Icons, deswegen hängt sich das eigentlich immer wieder auf, wenn ich in die Symboleigenschaften gehe. Hätte ich mal jetzt nicht machen sollen. Ach, dann starte ich das hier. Ja, okay, hat sich das hier. So, gut. Das sind also alle meine PC-Games, die ich hier drin eingefügt habe. Wie ihr seht, Counter-Strike Source gerade. Global Offensive habe ich auch, aber das tut ja jetzt nicht zur Sache. Ja, aber wie gesagt, das ist eigentlich so im Großen und Ganzen das ganze Geheimnis hinter einem aufgeräumten Desktop. Die Taskleiste habe ich so klein bekommen, indem ich sie einfach unter Eigenschaften kleine Symbole verwenden gedrückt habe. Hier einfach ein Häkchen reinmachen und übernehmen, dann ist diese wiederum klein. Das Icon hiervon, das Windows-Icon selber, habe ich auch geändert, wie ihr vielleicht seht. Gemacht habe ich das auch, indem ich einfach bei DeviantArt nach einem Windows Start Orb gesucht habe. Im Start-Button hier. Habe mir dadurch auch noch ein kleineres Hilfetool heruntergeladen. Nennt sich Windows Start Orb Changer oder so. Ich weiß es jetzt nicht mehr. Ich glaube ich auch gar nicht mehr auf der Platte. Aber so in etwa dürfte dieses Programm dann heißen. Dort könnt ihr dann einfach das Programm ausführen. Das entsprechende Bild, was ihr euch vorher runtergeladen habt, einfach dann auswählen und schon habt ihr euer Startbutton einfach mal verändert. Ansonsten, wie das komplette Layout hier aufgebaut ist von meinem Windows, es ist durchsichtig, wie man das macht, ist auch wiederum, naja, nicht ganz einfach, aber auf jeden Fall sind das Windows Themes zu finden. Alles, wie gesagt, auf DeviantArt, indem man einfach Windows 7 Themes oder so eingibt in die Suchleiste. Funktioniert es jetzt? Nein, es funktioniert natürlich mal wieder nicht. Wer hätte es gedacht? Naja, jedenfalls, alle solche Sachen findet man immer wieder auf DeviantArt und ich benutze es eigentlich regelmäßig. Ja, das war eigentlich schon alles zu meinem Desktop, was es sozusagen gibt. Ich werde euch jetzt einfach nochmal ein Bild von meinem kompletten Desktop einblenden. Denn wie gesagt, das hier ist nur mein erster Bildschirm. Auf meinem zweiten Bildschirm geht natürlich auch noch was ab. Naja, nicht allzu viel, aber werdet ihr ja dann jetzt sehen. Warum ist der zweite Bild einfach so klein da rechts? Das ist ganz einfach. Ich habe einmal einen 24-Zoll-Bildschirm und einen 24-Zoll und einen 15-Zoll-Bildschirm. Ein 24-Zoll ist mein Hauptbildschirm, wo ich auch drauf spiele. Und auf dem kleinen, der daneben steht, habe ich einfach Teamspeak oder Skype offen. Um halt immer so zu beobachten, wer gerade in die Channels reingeht oder so. Ja. Das war es dann auch jetzt schon einmal zu meinem ganzen Desktop. Das Ganze sieht auch so in dieser Art, naja, nicht unbedingt in dieser Art und Weise, aber genau mit demselben Tools spielt auch der Simon und der Jonathan und der Jonas mit herum. Und ja, wir haben immer alle schön aufgeräumte Desktop. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr konntet jetzt etwas davon lernen, wie ihr euren Desktop ein bisschen aufmoddet, sag ich mal, ein bisschen modifiziert, ein bisschen verschönert. Ja, dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.